Moin Moin Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich mit euch eine One-Pot-Pasta kochen. Und alles was ihr dafür braucht, 250 Gramm Nudeln, Tomatenmark, 5 Esslöffel, 250 Gramm Champignons, 250 Gramm Cherry-Tomaten, dann eine Zucchini, 2 Knoblauchzehen, eine Zwiebel, Salz, Pfeffer, Paprikagewürz, Oregano und Basilikum, dazu ein bisschen Öl zum Anbraten und 620 Milligramm Wasser. Und ich würde sagen, fackeln wir nicht lang, legen wir direkt los. Als allererstes nehmen wir die Zucchini, vorwaschen, das habe ich schon gemacht, und schneiden die in grobe Würfel. So, weg damit und ritzen die ein hier, so dass wir 4 Stücke rausbekommen. Zack, ganz einfach. Wir wollen ja auch was zum Beißen haben. So. Das Ganze schmeißen wir auf einen Teller. Damit wir die gleich griffbereit haben. Als nächstes schnappen wir uns die Champignons. Da machen wir dasselbe. Die vierteln wir einfach. Schmeiße mit auf den Teller zu unseren Zucchinis. So. Zack, zack. Dann unsere Cherry-Tomaten auch einfach in Hälften schneiden. Auch hier habe ich natürlich vorher gewaschen. Lecker. Probieren. Ist immer wichtig. Damit man auch weiß, was verarbeitet man hier eigentlich. Man muss ja wissen, was man hier verarbeitet. So, auch zurück in den Teller. Brauchen wir gleich. Erstmal beiseite. Als nächstes nehmen wir einen schönen großen Topf. Nehmt ruhig den größten, den ihr habt. Da stellen wir den Herd an. Mittlere Stufe. Und rein mit unserem Olivenöl. Ich nehme hier Olivenöl extra nativ. Bestes italienisches Öl. So, solange das hier kocht, Zwiebel und Knoblauchzehen. So, einmal schälen. So, ich fange immer an mit der Knoblauchzehe. Weil ihr wisst ja, bei der Zwiebel ist das Geheule groß. So, das machen wir hier ganz grob. Und hacken das nochmal ein bisschen nach. Wer nicht so der Knoblauchfreund ist, macht einfach eine weniger. Ich liebe Knoblauch.
Bei mir kann es nicht genug Knoblauch sein. So. Die zweite auch noch. Zack. Zack. Schön hacken ein bisschen hier. So, beiseite. Das lassen wir auf dem Brett. Brauchen wir gleich. Unsere Zwiebel. Zack. Schön schälen. So. Nummer 1. Nummer 2. Und die brauchen wir in schön kleine Würfel. Schön runterschneiden. Perfekt. Zweite Zwiebel genauso. Die schneiden wir auch in schön kleine Würfel. Sauber. Gucken wir mal, was das Öl macht. Das sieht gut aus. So, Zwiebel und Knoblauch rein in das heiße Olivenöl. Sehr schön. So, und das Ganze glasig anbraten. Das riecht gut. Perfekt. Das sieht schon gut aus. Jetzt geben wir hier unser Teller mit den Zucchinis und Champignons dazu. Braten das einmal kurz mit. So, da geben wir mal ein bisschen Dampf auf den Kessel. Unsere Cherry-Tomaten können auch mit rein. Zack. Schön einmal kurz anbraten. Als nächstes kommt unser Tomatenmark ins Spiel. Kommt auch mit rein, zack. Und wieder schön umrühren. Ah, wie das riecht. Schade, dass Gerüche noch nicht über die Kamera übertragen werden können. Aber ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wie das riecht. So, nur kurz mitbraten mit dem Tomatenmark, damit das schön kräftig wird. Eine schöne Würze hier bekommt, das Ganze. Als nächstes kommen unsere Gewürze, unsere Kräuter hier ins Spiel. Oregano. 2 Esslöffel. Zack, rein. Und Basilikum. Ja, da sind wir mal nicht sparsam. 3 Esslöffel. Zack, rein. Umrühren. Jetzt geht's los. Jetzt kommen unsere Spaghetti rein und wir gießen alles mit unserem Wasser auf. Jetzt ist es wichtig, dass wir das Wasser aufkochen mit den Spaghetti zusammen, bis diese al dente sind. Ich empfehle euch da, guckt einfach auf die Verpackung der Nudeln, was dort steht, und kocht es nach der Anleitung des Herstellers. Wichtig ist, dass die Nudeln auch ins Wasser gleich eintauchen, damit diese auch gekocht werden und das Wasser aufsaugen. Denkt dran, immer wieder umrühren. Ihr seht schon, das Wasser kocht ein. Es kriegt schon langsam eine gewisse Konsistenz. Die Nudeln werden auch weich. Lange ist nicht mehr.
Mich würde mal interessieren, wenn ihr das nachkocht, wie es euch geschmeckt hat. Würdet ihr was anders machen? Schreibt es mir in die Kommentare, ich würde mich freuen. Wichtig, umrühren. Wie das duftet. Ah, lecker. Eine Minute, 37 Sekunden später. Rühren, rühren, rühren. Das sieht gut aus. Seht ihr die Konsistenz? Das Wasser ist richtig schön eingekocht. Und es hat eine richtige Cremigkeit bekommen hier. Das Ganze. In ein, zwei Minuten ist das fertig. Ich probiere schon mal eine Nudel. Viel fehlt nicht mehr. Ihr wünscht euch was als nächstes, was ich mal kochen soll? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Ich schaue es mir an. Das sieht doch sehr gut aus hier. Das stellen wir ab. Und zum Schluss, nach Belieben abschmecken mit Salz und Pfeffer. Und dann würde ich sagen, guten Appetit, lasst es euch schmecken. Und jetzt noch die Rezeptliste. Mmh.